Der Titel des Vortrags ist Viele Köche verderben den Brei. Und der Thilo hat es gerade vorhin angesprochen. Jetzt brauchen wir den, wo ist das Ding? Auf dem Boden. Ist ja öfter mal so, wenn Sie so einen Berater bestellen, ne, der sagt ja, alles ganz einfach und wir fangen an, ich erkläre euch das jetzt einmal, wie das funktioniert mit der Vision und dem Runterbrechen der Ziele. Alles easy und letzten Endes fängt man dann an, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, stellt sich dann die Frage, sind das alles Werkzeuge? Kata ist ein Werkzeug, A3 ist ein Werkzeug, sind das tatsächlich alles Werkzeuge? Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, viele Leute ziehen an einem Werk in unterschiedlichste Richtungen. Also die Geschäftsführung erstellt eine Vision, initiiert dazu ein paar Projekte. Dann kommt ein Berater, der führt Jobflow-Management und A3 ein, damit die vielen A3-Zettel da hängen. Dann haben wir noch ein Controlling des Unternehmenskennzahlen, die halt schon immer da sind, einfordert und die Leute analysieren lässt. Dann haben wir jemanden, der sich mit dem Thema Coaching-Cutter und Verbesserungs-Cutter auseinandersetzt. Dann haben wir noch ein Lean-Team, das zieht in Richtung Sollwertstrom. Ja, und dann haben wir das ganze Thema Zielentfaltung, Herausforderung, Zielzustand. Da nehmen wir dann noch einen anderen Berater dafür. So, man sieht schon, also in diesem Ungleichgewicht ist man jetzt irgendwo verhaftet. Und die Frage beantworten wir ganz zum Schluss. Sind es alles Werkzeuge oder was ist es? Die Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, ist in den Standorten, wo ich zugegen bin, also die meisten sind in Deutschland und einer ist in der Slowakei, haben wir natürlich das Thema Beute heute, wie wir es gerade vorhin vom Thilo gehört haben. Dafür brauchen wir irgendwo als Basis, um überhaupt verbessern zu können, einmal ein ruhiges Gewässer, damit wir nicht permanent im Feuerlöschmodus unterwegs sind. Unter dem Motto, rette die Schicht, was brauchen wir dazu? Eine schnelle Kompensation. Da geht es nicht um das nachhaltige Abstellen der Themen, sondern in erster Linie um eine schnelle Kompensation, um überhaupt die Basis für Verbesserung haben zu können und das auch in den administrativen Prozessen. Was man jetzt auf diesen Bildern hier ganz nett sieht, ist letzten Endes, das ist der weiße Knopf da, der sollte jetzt, oder? Wo ist denn das? Laser? Tut nett. Also auf dem Bild da oben sieht man jetzt zum Beispiel, wie in dem Shopfloor-Management gerade über Vertriebsdaten gesprochen wird. Diese Shopfloor-Management-Runde für administrative Prozesse läuft in diesem Standort jetzt einmal in der Woche, für die Produktionsdaten täglich in der Kaskade, aber für alle Admin-Prozesse immer am Freitag. Eine tolle Sache, die haben sich da sehr intensiv mit beschäftigt und kriegen richtig Zug in diese administrativen Prozesse darüber rein. Dann haben sie letzten Endes hier unten noch, damit sie die ganzen Cutter-Befähigungen letzten Endes auch kontrollieren, haben sie hier unten Themen drin, die einfach erkennen lassen, wie entwickeln sich meine Coaching-Zyklen je Person und wie entwickelt sich die Anzahl meiner Coaches über alles, sodass man einfach dort auch die Ziele in diesem Prozess in der übergeordneten Version einfach mal angucken kann. So, dann haben wir natürlich das nächste Thema, auf was der Thilo abgezielt hat, das Thema Zielentfaltung, also Vorrat für morgen, kriegen wir ja nur dann hin, wenn wir die gewisse Zeit zur Verfügung haben, uns mit den Sachen zu beschäftigen. Und jetzt ist es so, es macht einfach nur dann Sinn, sich mit den Themen so auseinanderzusetzen, dass es funktioniert, indem ich mir einfach einmal den Ist-Wertstrom zu Gemüte führe. Und wir haben das so gemacht, wir haben in den Werken die Ist-Wertströme aufgenommen, haben dann die Dinge, die der Kunde nicht bezahlt, in Rot dargestellt und alles, was der Kunde bezahlt, in Schwarz dargestellt. Und siehe da, das war ziemlich viel Rot. Und man sieht da oben an diesen ganzen Steuerketten,
Viele Bereiche werden einzeln angesteuert, das heißt, es wird umpriorisiert, Aufträge werden zwischengeschoben und so weiter und so fort. Naja, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt unter Lean-Gesichtspunkten mir den Wertstrom angucke, wie könnte dann ein dazugehöriger Sollwertstrom aussehen, der, ich sage jetzt mal ganz klassisch, im Fluss funktioniert? Das könnte der Sollwertstrom sein. Auf den hat man sich auch geeinigt, aber jetzt ist ja die Fragestellung die, der Schritt von dem einen zum anderen ist natürlich ein sehr großer. Was mache ich jetzt, um mir klar zu werden, wie ich das Ding runterbreche? Und dafür brauche ich jetzt einen Zielwertstrom für das Jahr 2017. Also das heißt, was traue ich mir zu, in dieser Richtung zu verändern, was ich Ende 2017 fertig haben möchte? Sobald ich dieses Bild abgeschlossen habe, entstehen logischerweise Herausforderungen, die ich umsetzen muss. Ja, also ist halt die Frage nicht mehr, was kann ich verbessern, sondern ist die Frage, was muss ich verbessern, um tatsächlich meinen Zielwertstrom erreichen zu können. Dazu komme ich relativ einfach dann und logischerweise in der Konsequenz zu meinen Herausforderungen. Und diese ganzen Herausforderungen sammeln wir in einem Lagezentrum. Dieses Lagezentrum, da sind alle Handlungsfelder der Fabrik visualisiert und man sieht auf dem oberen Bild, also ganz oben, damit man immer wieder eine Referenz hat, den Ist-Wertstrom und daneben die beiden Bilder, wo die, oder die vier Bilder, wo die bunten Pfeile drin sind, dort sieht man den Sollwertstrom für 2017. Diese Pfeile, die in verschiedenen Farben dargestellt sind, die weisen genau den Punkt im Wertstrom zu, wo die Herausforderung greift, damit man einfach diese Referenz hat, wenn ich darüber spreche, an was arbeiten wir gerade und was gehört da eigentlich dazu. Weil wir ja jetzt auf der Geschäftsleitungsebene mit den Abteilungsleitern unterwegs sind, ist ja jetzt die Frage, wie gehe ich mit den Themen um, die in der Ebene drunter passieren. Und deswegen haben wir da unten noch so einen Baum dargestellt. In diesem Baum kann man jetzt hier eigentlich ganz schön sehen, dass aus einer solchen Herausforderung sind drei Themenfelder, die zeitgleich, wir haben das heute in einer anderen Präsentation auch schon mal gesehen, drei Themen, die zeitgleich diesem Thema zuspielen, damit das überhaupt realisiert werden kann. Und da sind auch drei Verbesserer dran, die dann letzten Endes auch gecoacht werden müssen. Jetzt haben wir gesagt, nicht alle dieser Themen sind in einer unbekannten Zone. Wir kaufen auch manchmal Lösungen, ne? Automatisierungstechnik oder irgendwelche solchen Sachen, wo ich einfach gehe, ein Lastenheft schreibe und was einkaufe. Dann brauche ich aber trotzdem in irgendeiner Form, auch wenn ich das als Projekt bearbeite, eine tägliche Interaktion, um festzustellen, ob es in dem Thema weitergeht. Also die Führungskraft muss trotzdem mit dem Mitarbeiter täglich in Interaktion gehen. Das heißt, was wir in diesem Lagezentrum aufnehmen, ist, das sieht man über diese Punkte in diesen Herausforderungszetteln, da steht quasi zu jeder Woche, steht drin, wie oft hat man sich zu diesem Thema getroffen. Und es gibt eigentlich nur zwei Themen, die dabei entscheidend sind. Hier wird die Ergebniskennzahl geführt, da wird die Prozesskennzahl geführt, gibt es zu jeder Herausforderung, egal ob es ein Projekt ist oder ob es ein Kata-Thema ist. Jetzt ist die Frage, entwickelt sich die PKZ nach oben und finden die Treffen, diese Interaktionen täglich statt, dann ist das Ding grün. Finden diese Dinge nicht regelmäßig statt oder entwickelt sich die PKZ nicht, dann kriegt das Ding so einen roten Bempel. Das heißt, ich weiß in dem Augenblick, wo ich in das Lagezentrum reingehe und mich einmal in der Woche mit den Leuten treffe, genau über welche Sachen ich sprechen muss, nämlich die, die einen roten Bempel haben. Die den grünen haben, die kann ich einfach laufen lassen. Reduziert den Zeitaufwand für sowas ziemlich enorm. Und das ist im Prinzip dieses Lagezentrum, wo diese Dinge alle dann zusammengeführt werden. Wir haben das heute schon ein paar Mal in ein bisschen anderer Form gesehen, aber grundsätzlich entspricht das dieser Logik. Jetzt haben wir festgestellt, okay, der Schritt von dem Ist-Wertstrom zu dem Zielwertstrom 2017, der ist immer noch relativ weit. Die Problematik war dann, wie nehmen wir den Leuten die Angst, den nächsten Schritt zu tun? Und welche Schritte sind das, die ich tun muss, wenn ich auf Bundesliga-Niveau eine Produktion führen möchte?
Dazu haben wir eine Simulation entwickelt, die genau diesen Zustand abbildet, den wir in unseren Fabriken wiederfinden. In der Spielstufe 1 sind 4, 5 Spielsimulationsrunden, die genau die Struktur haben, die wir in der Fabrik auch haben. Das Training dauert 2 Tage und danach, ich sage jetzt mal, ist bei den Leuten tatsächlich, kommen Aha-Effekte raus, die sind unvorstellbar, weil die Produktivitätssteigerungen sind gigantisch. Man sieht das Stück je Mitarbeiter, ja, wir sehen hier von 0 bis auf 0,85, 2,3 Stück je Mitarbeiter, von 150 Quadratmeter Fläche auf 30 Quadratmeter Fläche. Also die Leute lernen und erfahren am eigenen Leibe, wie man so eine Produktion umstellt und in welchen Schritten sie das tun müssen. Wir haben so eine Simulation in St. Wendel, in dem Werk in St. Wendel im Saarland durchgeführt. Können Sie den Film schnell starten? Und da sieht man jetzt in diesem Film ganz kurz einfach nur, die haben die Montage, die vorher in einer anderen Werkshalle war, die Montage, die in einer anderen Werkshalle war, die hat man direkt an den Laser angebunden. Also vorher hat die Montage 11,5 Minuten gedauert. Der Laser hat einen Takt von knapp 5 Minuten. Und mit derselben Anzahl von Mitarbeitern war es jetzt möglich. Und das haben die tatsächlich nach dieser Simulation, eine Woche haben die ein Testsetup gemacht und haben es geschafft. Diesen Film läuft nicht, oder? Also im Augenblick nicht. Ja. So, also die Teile werden dort entnommen hinten aus dem Laser und werden dann auf den ersten Montagearbeitsplatz gebracht. Der zweite Montagearbeitsplatz ist hier direkt hinter dieser stehenden Wand. Und das, was jetzt da passiert, ist, dass die mit derselben Anzahl von Mitarbeitern diesen Prozess jetzt in weniger als 5 Minuten im Takt des Lasers schaffen. Wie immer, Sie haben gesagt, Sie hätten das nie selber geglaubt, dass Sie das in irgendeiner Weise überhaupt hinkriegen. Aber das ist eine Produktivitätssteigerung von über 100%. Ich denke, können wir auf die nächste Folie gehen. Was sind die Erkenntnisse gewesen? Und dann versuche ich mich entsprechend zu beeilen. Zielentfaltungsprozess, Wertstrom, Kata und Co. sind keine Werkzeuge, sondern ist ein System, das ineinander greift. Shopfloor-Management ist die Basis für die Verbesserungsarbeit, aber Achtung auf die richtige Fokussierung, das ist das, was Thilo gemeint hat. Nicht an jeder Stelle irgendwo nachhaltig versuchen, die Probleme zu beseitigen, sondern nur diejenigen, die mir auch helfen, meinen Wertstrom in Ordnung zu bringen. Unternehmensvision und Ist- und Soll-Wertströme sind die Grundlage für den Zielentfaltungsprozess. Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt, diese Erkenntnis zu sammeln und diese durchgängige Kaskade zu erstellen in dem Baumgerüst aus allen Handlungsfeldern der Fabrik runter bis an die Maschine, ist ein extrem mühsamer Lernprozess, aber es ist wert, gegangen zu werden. Und wir haben damals begonnen mit Kata und haben dann begonnen mit dem Thema Zielentfaltung zu arbeiten. Und eigentlich haben wir gesagt, im Nachhinein betrachtet wäre es besser gewesen, wir hätten uns dem Thema Zielentfaltung zuerst gewidmet mit den Wertströmen, hätten dann das Thema Shopfloor-Management eingeführt und dann Kata und die anderen Themen. Das ist, sage ich jetzt mal, die Erkenntnis, die wir einfach aus dieser Situation gesammelt haben. Wir haben in den Fabriken überall ein Zeitfenster drin von 2,5 Stunden, wo Shopfloor und Verbesserungsarbeit gekoppelt aufeinander ist. Also 1,5 Stunden die eskalierenden Shopfloor-Runden plus 1 Stunde Verbesserungszeit ist besprechungsfreie Zeit. Also da finden keine Meetings statt, da ist die Fabrik komplett freigeräumt für einen Verbesserungsprozess. Ein wöchentliches Treffen im Projektraum im Lagezentrum unumgänglich, um den Überblick in den Themen behalten zu können. Und pfiffige Simulationen und Trainings unterstützen den Lernprozess aller. So, um das Ding jetzt hier schnell abschließen zu können, gucken wir nochmal schnell, wie sich die Bubbles jetzt nach den Erkenntnissen zuordnen. Wir haben unten das Shopfloor-Management fürs ruhige Gewässer, haben dann all die Themen, die mit der Zielentfaltung zu tun haben und haben da hinten dann die Dinge, wo wir den eigentlichen Verbesserungsprozess starten, die aber in irgendeiner Form
gecoacht und gesteuert werden müssen. Also zusammenfassend sprechen wir im Prinzip von drei wesentlichen Prozessen. Das eine von drei Managementprozessen, Shopfloor-Management, Zielentfaltung und den eigentlich gesteuerten, kaskadierten KVP-Prozess. Das ist das, was der Thilo hier vorhin hier auch aufgemalt hat. Und die Frage, sind es alles Werkzeuge? Nein, sind es nicht, sondern es ist ein System aus drei strategischen Unternehmensprozessen. Und wenn ich ein Rad da drin verändere, dann werden sich die anderen mitbewegen. Wir sind schon ein Stück weit gegangen, man sieht es, da unten ist unten. Ein Stück weit sind wir schon hochgekommen, aber wir sind noch lange nicht oben. Ja? Herzlichen Dank.